Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer hier bei uns im Format Naturmedizin. Ich habe heute meinen Lieblingsgast, einen Schweizer Arzt, eigentlich ein deutscher Arzt, aber lebt in der Schweiz und praktiziert hier in der Schweiz, eingeladen, der einfach unglaubliches Wissen hat. Und Sie werden sehen, auch was heute auf Sie zukommt, das ist sicherlich spannend. Herzlich willkommen, lieber Herr Schmiedl, lieber Volker, schön, dass du da bist. Danke herzlichst. Ja, lieber Alexander, ich komme immer gerne. Das ist lieb von dir. Ich möchte gerne ein Thema ansprechen, nämlich die Autoimmunkrankheiten, wo heutzutage in aller Munde ist. Da einfach mal zuerst die Frage, woher kommt das Autoimmunkrankheiten? Warum spielt dann das ganze Immunsystem verrückt? Und wie kann ich eigentlich reflektieren, dass ich eine Autoimmunkrankheit habe? In Form von was für Krankheiten? Ja, ich habe neulich noch mal bei Wikipedia geschaut und da steht immer noch Autoimmunerkrankung, Störung des Immunsystems, mit Angriff der körpereigenen Gewebe durch die eigenen Immunzellen. Das wissen wir, das ist die pathogenetische Grundlage. Ursache unbekannt. Keiner kann heute ernsthaft sagen, dass er die Ursache von Autoimmunerkrankungen kennt. Was wir wissen, es gibt Risikofaktoren dafür. Es gibt Bedingungen, in denen Autoimmunerkrankungen leichter auftreten können. Und es ist ganz klar, Umweltfaktoren spielen hier eine sehr große Rolle. Warum wissen wir das? Vor 100, 200 Jahren waren Immunkrankheiten auch schon da, aber sehr selten. Und mittlerweile haben 20% aller Menschen bei uns irgendeine Autoimmunerkrankung, von Hashimoto bis Multiple Sklerose. Und wenn man jetzt noch die Allergien dazu nimmt, okay, die Allergien sind eben kein Selbstangriff auf den Körper, aber unser Immunsystem sollte ja auch nicht die Erdbeere oder irgendwelche Blütenpollen angreifen. Das ist ja auch eine Überreaktion. Also wenn man alle möglichen allergischen Reaktionen noch mit dazu nimmt, dann sind wir bei 50% der Bevölkerung, die eine Allergie und oder ein Autoimmungeschehen haben. Ui. Und das ist eine Epidemie, das gehört nicht zu Menschen dazu. Das war vor 200 Jahren nicht so gewesen. Und die Ernährung und die Bewegung und unsere Nährstoffzufuhr und Stress, das sind vermutlich alle die Grundlagen, die mit dazu beitragen, dass wir leichter diese Immunstörung bekommen. Also jetzt habe ich gerade was gelernt, dass eine Allergie ist eine Reaktion auf einen Stoff von außen und dass Autoimmunkrankheit heißt, ich habe ein Abwehrverhalten gegenüber mich selber. Genau, also wenn ich Hashimoto habe, wird das Schilddrüsengewebe angegriffen, habe ich Rheuma, wird das Gelenk angegriffen, habe ich Neurodermitis, wird die Haut angegriffen. Aber bei Rheuma habe ich auch mal gelernt oder gemeint gelernt zu haben, dass es eine Übersäuerung ist, dass es eine Fehlernährung, zu viel von dem, zu viel von dem, zu viel von dem. Und wenn das unter die Kategorie Autoimmunkrankheit geht, mit der Diagnose, man weiß nicht, woher es kommt, dann bin ich jetzt auch verwirrt. Weiß man beim Rheuma nicht, woher es kommt? Nein, die Schulmedizin weiß nicht, woher es kommt oder sagt, sie weiß nicht, woher es kommt, weil es gibt eben nicht diese eine Ursache. In der konventionellen Medizin haben wir gerne eine Ursache und die möchten wir gerne behandeln und bekämpfen. Mhm. Das ist bei diesen komplexen Erkrankungen wie koronare Herzkrankheit, Krebs oder Rheuma von vornherein der falsche Ansatz. Komplexe Krankheiten haben eben auch komplexe Ursachen und wir müssen auch komplex therapieren. Aber das geht in das einfache Ursache-Wirkungsdenken der normalen Medizin nicht gut ein, muss man dazu sagen. Mhm. Und für mich ist dann einfach wichtig, Säure-Basen-Haushalt spielt für mich auch eine Rolle. Wir wissen oder wir glauben zu wissen, es gibt da wenig Studien darüber, dass unter Übersäuerungszuständen eben Entzündungen auch leichter auftreten können und verstärkt werden können. Also das ist ein Aspekt. Eine Entzündung ist ja ein Elektronenmangel, oder? Und eine Säure ist ja auch ein Elektronenmangel. Von dem her wäre die Logik doch da, dass es entzündungsförderlich ist. Ja, und eben mein Aspekt oder meine Hauptidee ist dann, auf die Entzündung einzugehen, sprich die Entzündlichkeit in unserem Körper, diese Entzündungsneigung, die heute so hoch ist, wie sie nie war, wieder herunter zu regulieren auf ein normales Maß. Und da sind wir eben wieder bei den Stoffen, die wir jetzt schon mehrfach in anderen Interviews auch hatten. Wir sind wieder beim Vitamin D, wir sind wieder beim Omega-3, wir sind beim Kurkuma, Selen, Zink würde ich auch immer noch mit dazu messen wollen. Mhm. Und wenn wir diese Stoffe alle optimal in die Reihe kriegen, dann ist sie wahrscheinlich sehr Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass wir das Entzündungsgeschehen herunterregulieren können und dass entsprechend auch Krankheitssymptome verschwinden können. Eine Entzündung, ein Elektronenmangel ist, wie reagiert denn der Körper auf das Zuführen von Basen?
Nochmal, es gibt ganz wenig dazu. Ich gucke einfach bei vielen Menschen auch den Säurebasenhaushalt an und wenn der gestört ist, was oft der Fall ist, behandle ich das auch. Mhm. Aber wir wissen da recht wenig drüber. Mhm. Über Vitamin D und Rheuma und über Omega-3-Fettsäuren und Rheuma wissen wir viel mehr. Beispielsweise Omega-3, da gibt es alleine eine Meta-Analyse mit 34 Studien. 34 verschiedene Studien, die sich der Thematik Omega-3 und Rheuma gewidmet haben. Wenn man alle diese Studien zusammenzählt, kommt eindeutig heraus, wenn man Rheumatikern Omega-3 gibt, wird die Entzündlichkeit, werden auch die Schmerzen, werden die Blutwerte besser. Und wie viel? Also deutlich besser? Das kommt darauf an, was man dann einsetzt. Bei einer Meta-Analyse haben wir immer sehr unterschiedliche Studienqualität mit geringen Dosen, mit großen Dosen. Mhm. Vielleicht ist es da mal besser, eine Studie herauszugreifen, die ich wirklich sensationell fand. Da hat man Rheumatiker genommen, die mit verschiedenen schulmedizinischen Medikamenten vorbehandelt waren. Die hatten alle Cortison bekommen. Die hatten MTX bekommen, die MTX-Spritze, die sehr stark ist. Die hatten ein normales Antirheumatikum bekommen, Schmerzentzündungshemmer. Und die hatten zusätzlich noch ein Malariamittel bekommen, von dem wir wissen, dass es auch bei Rheuma wirkt. Also die hatten eine Vierfachkombination. Also bis auf Biologika, die die noch nicht hatten, waren die medikamentös quasi austherapiert. Darf ich ganz kurz, diese vier Dinge, ja, sind das Sachen zur Richtung Heilung oder einfach zur Zudeckung, um Wohlbefinden im Moment dem Patienten zu generieren? Das sind alles Mittel, die eine Symptomlinderung machen. Die gehen aber nicht an die Ursache ran. Okay, danke. Und die waren also vierfach austherapiert, hatten aber trotzdem noch Beschwerden gehabt. Mhm. Und dann hat man gesagt, so, jetzt geben wir denen noch Omega mit dazu und schauen, was passiert. Wo ich dann auch gesagt habe, oh, das war aber mutig, ja, wenn die schon so stark behandelt sind. Und was kann denn dann Omega überhaupt noch bewirken? Und okay, die haben eine hohe Dosis genommen. Die haben den 4 Gramm EPA DHA gegeben. Das sind 2 Esslöffel. Das ist schon eine sehr hohe Dosis. Und dann haben die geschaut, erstmal, wie viele Probanden bekommen eine Symptomlinderung von mindestens 20%. Also mindestens eine leichte Besserung. Und das war in der Omega-Gruppe, waren das, glaube ich, das waren deutlich über 90% gewesen. Und in der anderen Gruppe waren es, glaube ich, 27% oder so. Was war die andere Gruppe? Placeboöl. Ah, okay. Die haben einfach ein anderes, gut, Olivenöl oder Sonnenblumenöl oder so dazu bekommen. Ja. Aber kein Fischöl. Dann hat man geschaut, so, wie viel kriegen denn eine mindestens 50%ige Besserung? Das waren, glaube ich, in der Omega-Gruppe 80% oder so. Und in der Placebo-Gruppe waren es, glaube ich, noch 13%. Viel, viel weniger. Mhm. Und dann hat man geschaut, so, wer kriegt denn eine mindestens 70%ige Besserung? Also das ist schon nicht ganz, aber fast Beschwerdefreiheit, aber mindestens 70%. Einige davon hatten auch 90% oder 100%. Und das waren in der Omega-Gruppe ganze 75% und in der Placebo-Gruppe nur noch 5%. Oh, das ist ziemlich klar. Hä? Also eindeutig, auch in der Placebo-Gruppe findet man Effekte, aber sehr wenig. Und wirklich, Leute, die austherapiert waren mit 4 verschiedenen Rheumamitteln, wenn die noch eine hohe Dosis Omega-3 dazu kriegen und die hatten jetzt kein Vitamin D dabei und kein Kurkuma mit dabei, wäre es vielleicht noch besser geworden, erreichen 75% eine mindestens 70%ige Minderung ihrer Rheumasymptome. Das ist einfach nur fantastisch. Ich finde jetzt das überhaupt gar kein Spiel mehr, was mir da jetzt, was du jetzt da gerade erklärst. Eigentlich muss man denen das geben. Und Rheuma ist jetzt einfach nur beispielhaft. Ja, aber es ist ja eine Massenkrankheit, oder? Auch da wieder. Und nochmal, Rheuma, beispielhaft für alle Autoimmunerkrankungen. Weil ich mache überhaupt keinen Unterschied zwischen Multiple Sklerose oder Hashimoto oder Neurodermitis oder Asthma. Das ist für mich alles dieselbe Erkrankung. Also nochmals, MS, Asthma, Neurodermitis. Ja. Sagen wir es nur gleich beim Namen, damit die Leute wirklich gerade hören, dass welche Krankheit... Psoriasis, die Schuppenflechte... Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, Lupus erythematotus, also alle Autoimmunerkrankungen, es gibt Dutzende von verschiedenen Autoimmunerkrankungen, das ist alles genau dieselbe Erkrankung, nämlich erhöhte Entzündlichkeit. Nur bei der einen Krankheit wird eben die Haut und bei der anderen werden die Gelenke angegriffen. Aber die Krankheit ist genau dieselbe und sie wird ja auch ganz ähnlich behandelt. In der Schulmedizin entzündungshemmend mit starken Medikamenten und in der Naturkunde, zumindest in meiner Form der Naturkunde, mit den Nährstoffen, die Entzündung
herunter zu regulieren vermögen. Wow. Nochmals, die Studie hat das gezeigt, dass bei 2 Esslöffel, sprich 4 Gramm, deine Empfehlung ist grundsätzlich so 1,5 Löffel, sprich 3 Gramm, oder? Ich messe ja. Die haben dort einfach wie mit der Gießkanne eine dieselbe Dosis gegeben. Und noch die, die schon medikamentös stark belastet waren, oder? Genau. Und die haben zu 75% waren sie nachher beschwerdefrei. Ja, nahezu beschwerdefrei. Aber nahezu ist das ist unglaublich, das ist ja Lebensqualität pur. Ja. Und von dem wieder ein Thema, weiß niemand, oder? Und das ist ja auch das, was ich meinem Patienten so erlebe. Ja? Ich habe gerade neulich, weil wieder ein Patient bei mir da, den betreue ich seit 2 bis 3 Jahren, der hat eine Polymyalgia rheumatica heißt das. Mhm. Also eine besondere Form der Rheumaerkrankung mit sehr, sehr hohen Entzündungswerten. Die haben Entzündungswerte, die sind wie bei einer Blutvergiftung. Und die müssen hochdosiert Cortison nehmen. Dann geht das sehr schnell zurück. Das spricht sehr, sehr gut drauf an. Und dann schleicht man das Cortison langsam aus. Aber sie müssen meistens eine gewisse Erhaltungsdosis müssen die lebenslang einnehmen. Mhm. Und dieser Patient kam zu mir, war also in der Erhaltungsdosis mit noch ein paar Milligramm. Es ging ihm deutlich besser, aber er war alles andere als beschwerdefrei. Und er wollte gern beschwerdefrei werden, weil er war zwar über 70 Jahre alt, aber er ist Bergwanderer und er hat gesagt, also Bergwandern geht nicht, die Muskeln tun ihm da so weh. Er fühlt sich, als wenn er einen leichten Muskelkater die ganze Zeit hätte. Er kann das im Moment vergessen. Er darf aber nicht mehr Cortison nehmen, weil wenn er eine höhere Dosis nehmen würde, würde er auf Dauer ganz massive Cortison-Nebenwirkungen kriegen. Mhm. Hat man ihm nicht zugemutet. Kann man denn noch was machen? Und da haben wir eben genau das Programm gemacht, was ich eben gesagt habe. Wir haben das alles gemessen, wir haben das alles optimiert und es wurde immer besser. Er konnte sein Cortison immer weiter runterfahren und er war gerade vor einigen Monaten bei mir gewesen, quasi sozusagen zur Abschlussuntersuchung und hatte seit einem Jahr 0 Cortison, überhaupt keins mehr. Der Entzündungswert CRP war bei 1,6. Unter 5 sagt man, dass quasi keine Entzündung mehr da ist. Und er geht jeden Tag, also wenn er draußen ist, und er ist oft draußen, geht er jeden Tag mehr als 1000 Höhenmeter im Alter von 78 Jahren. Mhm. Das machen viele 50-, 60-Jährige nicht, 1000 Höhenmeter gehen. Und er macht das beschwerdefrei. Und wenn er nicht das Programm gemacht hätte, dann wäre er mit seinen paar Milligramm Cortison so halbwegs lala. Er könnte damit leben, mhm. aber Bergwandern, das könnte er vergessen. Mhm. Das kann man im Einzelfall erreichen. Also bevor ich noch eine kritische Frage habe zum Omega-3, möchte ich noch schnell fragen, man hört auch immer wieder von Prostata-Problemen, PSA-Werte, wo erhöht sind bei Herren oder wie sagt man, nur die Entzündungen, Parameter, Prostatitis oder Prostata. Ja. Ist das auch letztendlich mit Omega-3 die Chance groß, dass sich auch diese Entzündung bei den Herren reduzieren würde? Also ich würde bei jeder chronischen Entzündung würde ich Omega mit einsetzen. Wenn die Prostatitis natürlich einen Erregerursprung hat, bestimmte Bakterien, Chlamydien oder irgendwas, dann müssen die natürlich dann auch antibiotisch mal behandelt werden. Mhm. Ansonsten bei jeder chronischen Entzündung, die nicht von bestimmten Erregern erzeugt wird, kann man immer mit Omega-3 dazu arbeiten. Also bevor man da jetzt irgendwelche Strahlen macht oder was wird operiert, glaube ich, die Prostata? Na gut, wenn jetzt wirklich Krebs da ist, dann muss man natürlich sehr gut gucken, ist das jetzt ein Krebs, den ich wirklich operieren muss, den ich bestrahlen muss? Das muss man wirklich im Einzelfall dann untersuchen und entscheiden. Mhm. Was wir wissen, wenn Leute gut mit Omega-3 ausgestattet sind, dann kriegen sie auch seltener Prostatakrebs. Das gibt es mittlerweile gute Daten dazu. Jetzt zur Kritik. Ich lese auch immer wieder, dass Omega-3 unter Kritik steht. Es wirke gar nicht so. Und da wird einerseits hat man viele Studien, die das sagen. Auf der anderen Seite wird zitiert, dass es nicht so ist. Hast du dich da vielleicht mal mit dieser Studie auseinandergesetzt? Stimmt die wirklich? Habe ich mich sehr stark mit der auseinandergesetzt, weil das natürlich ein großes Thema ist. Und zwar hat man das bei der KHK gemacht. Es gibt in der letzten Zeit einige Veröffentlichungen, die sagen, ja, hier, bitteschön, Omega-3 bei KHK, koronare Herzkrankheit, wirkt das gar nicht. Ja, und zitieren dabei Studien. Ich muss dazu sagen, die koronare Herzkrankheit ist eigentlich auch eine Entzündungskrankheit. Mhm. Da spielt auch Entzündung eine ganz große Rolle. Ich habe vor über 20 Jahren in der Herzklinik gearbeitet, in der schulmedizinischen Herzklinik. Und da war das damals auch schon ein Thema. Ja, Entzündung hat mit der Atherosklerose zu tun, nur es wurden dann daraus keine Konsequenzen gezogen. Ja? Mhm. Für mich ist die Konsequenz ganz klar. Ich muss meinen gesamten Stoffwechsel auf Anti-Entzündlichkeit polen. Dann kann ich da auch in der Prävention etwas Gutes erreichen. Mhm. Und da gab es halt in der letzten Zeit einige Studien,
die gesagt haben, nee Leute, es bringt doch nichts. Eine Studie war zum Beispiel die Vitalstudie. In Amerika hat man 20.000 Menschen mit Omega-3, Vitamin D, beidem oder gar nichts behandelt. Und hat nach 5 Jahren geguckt, so, wer hat denn jetzt eine koronare Herzkrankheit gekriegt oder nicht? Und hängt das irgendwie mit Omega-3 oder Vitamin D zusammen? Ich will jetzt gar nicht über Vitamin D reden, das ist dann noch ein eigenes Thema. Wir wollen uns jetzt nur mal den Omega-3-Arm angucken. Und da kam dann vor etwas mehr als einem Jahr das Ergebnis raus und das besagte, Omega-3 wirkt überhaupt nicht, hat überhaupt keinen Nutzen. Da habe ich gesagt, das kann doch gar nicht sein, das widerspricht doch meinen ganzen anderen Studien, die ich kenne. Das entspricht überhaupt nicht meiner Lebenswirklichkeit, das kann doch nicht sein. Ich habe mir wirklich die ganze Studie, viele, viele Seiten auf Englisch im Original angeguckt. Da stand dann zum Beispiel drin, in der Omega-3-Gruppe gab es 8% weniger koronare Herzerkrankungen. Es gab 1/4 weniger Herzinfarkte und es gab in der Omega-3-Gruppe die Hälfte weniger tödliche Herzinfarkte. Und ich sagte, hey, das ist doch toll. Das sind doch super Ergebnisse. Das Problem war nur, die Zahlen waren zu klein gewesen dafür, um eine statistische Signifikanz zu erreichen. Dass man sagen kann, mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von weniger als 5% ist das kein Zufall. Dafür waren die Zahlen zu gering. Wäre die Studie doppelt so groß gewesen, dann wäre das vermutlich signifikant geworden. Aber so war es das eben nicht. Und dann haben wir gesagt, ja, Omega-3 wirkt gar nicht. Also es gibt Hinweise, es gibt Tendenzen. Dann kam noch was dazu, was mich auch sehr entsetzt hat, weil die Studie war, ich sag mal jetzt mal, blöd angelegt gewesen. Im Abstract der Zusammenfassung steht, man hat dort 1 Gramm Omega-3 eingesetzt. Dann habe ich mir die genaue Methodik angeschaut und da stand dann, nö, die haben gar kein Gramm Omega-3 eingesetzt, die haben 1 Gramm Fischöl eingesetzt. Das ist ja nix. Das ist was ganz anderes. Ja. Okay, man muss dazu sagen, die hatten ein hochkonzentriertes Fischöl. Normalerweise hat Fischöl etwa 30% Omega-3. Die haben ein aufkonzentriertes gehabt mit, ich glaube, 84% Omega-3. Ja. Was ich aber nicht so ganz mag, weil das ist einfach nicht natürlich. Da ist einfach was rausgefiltert worden und wir wissen gar nicht genau, sind da nicht vielleicht auch Substanzen rausgefiltert worden, die wir eigentlich brauchen. Mhm. Also ich nehme dann lieber von einem natürlichen, das Doppelte oder Dreifache, weiß aber, dass ich die gesamte Substanz der Natur habe. Mhm. Das war für mich der zweite Fehler. Der dritte Fehler war, die haben ein Öl genommen, was mehr DHA als EPA hatte. Wir wissen aber, EPA ist mehr entzündungshemmend, mhm. DHA ist besser für die Kognition. Also wenn ich entzündliche Erkrankungen wie Rheuma oder Atherosklerose behandeln möchte, dann möchte ich eher ein EPA-reiches Öl haben. Das hatten die aber nicht. Also wir haben 3 Fehler gemacht. Zu geringe Dosis. Ich möchte auch da mindestens 2, 3, 4 Gramm haben. Viel zu geringe Dosis mit 840 Milligramm. Ein unnatürliches, künstliches Öl und die falsche EPA-DHA-Zusammensetzung. Und trotzdem hat man zumindest in der Tendenz diese gar nicht so schlechten Erfolge gesehen. Und jetzt kommt das ganz Tolle, die Studie wird zitiert als Beispiel dafür, als Beweis, dass Omega-3 nicht funktioniert. Und auf der letzten Seite schreiben die Autoren, ja, eigentlich haben wir eine viel zu geringe Dosis genommen, die Studie ist eigentlich gar nichts wert. Im Moment laufen gerade Studien mit höheren Dosen, wir sind mal sehr gespannt, was da rauskommt. Das wurde dann aber nicht zitiert. Und gerade vor einem Jahr ist genau eine solche Studie herausgekommen. Da hat man eine Studie genommen, da hat man nicht 1 Gramm genommen, da hat man nicht 2 Gramm genommen, da hat man 4 Gramm Omega-3 genommen. Was kam heraus? Innerhalb von 5 Jahren haben die, das waren allerdings schon Erkrankte gewesen, haben die Herzpatienten, die normale Medikation hatten, also die hatten schon Medikation, die waren medikamentös austherapiert. Die hatten Aspirin, die hatten alle ein Statin und die hatten alle einen Beta-Blocker, Standardmedikation. Und trotzdem haben 22% innerhalb von 5 Jahren einen Herzinfarkt, einen Schlaganfall, eine akute Operation wegen Herzbeschwerden bekommen oder sind am Herzen gestorben. Jeder Fünfte. Ja. Jeder Vierte bis Fünfte. Ja. Die Gruppe aber, die zusätzlich Omega-3 hatte, da waren es nur 17% gewesen. Mein Gott. Also relativ 25% weniger, absolut 5% weniger. Also wenn ich von Patienten, die schon eine koronare Herzkrankung haben und die optimal medikamentös therapiert wurden, wenn ich 20 von denen Omega-3 in einer guten Dosierung gebe, dann verhindere ich bei einem von ihnen in 5 Jahren Herzinfarkt, Schlaganfall oder Todesfall.
Das ist ordentlich. Ja, das lohnt sich. Ja, also nach diesen Studien müsste das heute wirklich jeder kriegen. Jeder Kardiologe müsste das denen verschreiben. Mhm. Wir haben die Daten jetzt, die sind eindeutig. Mhm. Und es gibt noch eine neue Meta-Analyse. Da hat man wirklich alle Studien zur Thematik zusammengefasst. Studien, die schlecht waren mit sehr niedrigen Dosierungen und Studien, die gut waren mit hohen Dosierungen. Und die Forscher haben dann endlich mal was gemacht, was ich seit langem fordere. Leute, achtet auf die Dosis. Wir müssen auf die Dosis achten. Und die Fragestellung war, wie viel kardiale Ereignisse verhindere ich, wenn ich 1 Gramm Omega gebe? Mhm. Und wir haben die rausgekriegt, pro Gramm Omega werden 17% dieser Ereignisse verhindert. Mhm. Und wenn ich 2 Gramm gebe, nochmals viel mehr. Also müsste ich jeden Tag 6 Gramm nehmen, damit ich bei 100% wäre? Ja, ne, das geht ja, das wird wahrscheinlich nicht gehen, schon geschmacklich nicht und aus aus Fettverdauungsgründen nicht. Okay. Rein rechnerisch ja, weil die meisten haben eben mit 2 bis 4 Gramm haben die ihre optimalen Werte. Ich messe ja immer, ich will bei der koronaren Herzkrankheit, will ich einen Omega-Index von über 8% haben. Mhm. Omega-Index ist die Summe aus EPA plus DHA geteilt durch alle Fettsäuren. Mhm. Wenn ich über 8% komme, habe ich zum Beispiel 90% weniger plötzlichen Herztod, als wenn ich unter 4% liege. Gibt es auch Studien dazu. Also, und wenn ich dann nicht 9% habe, sondern 14% habe, dann werde ich da nicht nochmal viel, viel besser liegen. Ja. Aber in dem Bereich von 4 bis 8%, da habe ich meine Besserung. Mhm. Und das kann ich nicht mit 1 Gramm, aber mit 2 bis 3 Gramm kann ich das in der Regel erreichen. Also Omega-3 als Fazit kann man sagen, es ist wirklich für jeden gut zu Hause, sei es für körperliche Leistungsfähigkeit, für kognitive Fähigkeiten, um vorzubeugen irgendwelchen inflammatorischen Entzündungskrankheiten, also mit ziemlich eindrückenden Ergebnissen. Es gibt aber, glaube ich, ganz viel Omega-3 auf dem Markt. Ist denn jedes Omega-3-Produkt auf dem Markt gut genug? Oder hast du hier eine Präferenz, die du sagst, halt vorsichtig, es kann auch oxidieren und... Genau. Also erstmal, es gibt auch viele Leute, gerade so von der veganen Seite, die sagen, nehmt ein Esslöffel Leinöl am Tag, dann habt ihr alles, was ihr braucht. Das stimmt nicht, das wissen wir. Diese Wirkung, diese antientzündlichen Wirkungen, die wir haben wollen, gehen nur von EPA und DHA aus den maritimen Quellen aus. Was ja nicht drin ist beim Leinöl, oder? Genau. Mhm. Es kann zwar in einem ganz geringen Maße umgewandelt werden, aber es sind unter 10%. Das reicht einfach nicht aus. Mhm. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn jemand noch einen Esslöffel Leinöl dazu nimmt. Das ergänzt sich sehr, sehr gut. Bei Rheuma oder bei koronarer Herzkrankheit überhaupt kein Problem, aber niemals alleine. Das funktioniert nicht. Das Zweite, wir brauchen eben die Dosis, die richtige Dosis. Und das können wir mit Kapseln quasi nicht kriegen. Wir müssen 15 normale Kapseln nehmen, 7 große, sehr große Kapseln. Das ist nicht machbar auf Dauer. Oder 1 Esslöffel eines guten Fischöles. Dann haben wir eine vernünftige Dosis. Mhm. Neben der Menge müssen wir auf die Qualität achten. Wir brauchen eine sehr gute Qualität. Es darf nicht ranzig geworden sein. Das kann der Laie ganz leicht erkennen. Ich sage meinen Patienten, die Fischölkapseln nehmen, immer bitte beiß mal auf die Kapsel drauf. Wenn es richtig fischig, eklig, dranig schmeckt, dann ist die Kapsel verdorben. Das war früher im Lebertran so, gell? Früher der Lebertran, ganz genau. Ja. Das kann man vergessen, es bringt überhaupt nichts. Es muss frisch sein und es muss auch frisch schmecken. Also allenfalls ein ganz leichter Hauch nach Fisch, aber es soll nicht unangenehm sein. Mhm. Nach meiner Schätzung sind etwa 80% der Präparate auf dem Markt verdorben. Die gehören in den Müll und nicht in den Menschen rein. Nein, so viel. Also gefühlt, meine Wahrnehmung. Und ich lasse meine Patienten immer drauf beißen und jetzt sehe ich ja, wie oft die das Gesicht verziehen. Mhm. Und dann lasse ich sie mein Öl probieren, was ich gerne dem Patienten empfehle. Da sind, ach, das schmeckt aber fein, das kann man doch nehmen. Mhm. Und ich sage dann immer, nehmt es nicht pur, weil irgendwann kriegt ihr den Fettgeschmack über. Gar nicht mal den Fischgeschmack, den Fettgeschmack. Macht es bitte in die Suppe rein, in die Salatsoße. Nehmt es mit einem ganz kleinen Schluck Saft, damit er nicht den Ölgeschmack hat, damit der Ölgeschmack überdeckt wird. Mhm. Und dann kann man das jahrelang problemlos einnehmen. Jetzt hast du den Normen nicht gesagt von deiner Präferenz. Was empfiehlst du? Okay, was ich seit 7 Jahren mittlerweile nehme, ist das Norsan Fischöl. Mhm. Norsan Total, das ist ein norwegisches Fischöl, wird innerhalb von 3 Stunden nach dem Fang verarbeitet, also total frisch, wird noch mit einem sehr hochwertigen Olivenöl versetzt, was sehr viele Polyphenole enthält. Ja. Polyphenole, antioxidative, aber auch antientzündliche Stoffe, die für eine natürliche Konservierung des Öls sorgen, aber auch noch die antientzündliche Wirkung verstärken.
stärken. Mhm. Und ganz klar ein bisschen Vitamin D. Das reicht jetzt nicht, um super gute Vitamin D-Werte zu haben. Aber so eine Basisversorgung von Vitamin D mit 800 Einheiten haben wir auch noch in dem Esslöffel drin. Mhm. Das heißt, ich sage mal, wir haben eine Dreifachwaffe gegen Entzündung mit diesem Norsan-Fischöl. Und gibt es das auch noch in veganer Version? Das gibt es auch in veganer Version, genau, seit einigen Jahren erst. Weil so die richtigen Hardcore-Vegetarier und Veganer, die nein, Fisch geht nicht, lieber sterbe ich. Ja. Gott sei Dank haben wir jetzt eine Alternative. Ich bin da sehr froh drum. Habe in der letzten Zeit auch sehr viele Online-Interviews gegeben in der veganen Community. Und die nehmen das Gott sei Dank mittlerweile auch sehr dankbar an. Mhm. Das Mikroalgenöl. Mhm. Also keine Algen, die man irgendwann am Strand einsammelt und aufpresst, sondern die werden extra speziell dafür hergestellt, in großen Röhren, in großen Bottichen, werden diese Mikroalgen gezüchtet, noch nicht mal im Meerwasser. Also wir haben überhaupt kein Problem mit Meerwasserverseuchung oder sowas. Das kommt gar nicht mit dem Meerwasser in Berührung. Und dann wird daraus ein sehr hochwertiges Algenöl gewonnen. Das hat zwei Unterschiede zu dem Fischöl. Der erste, die Dosis. Es ist doppelt so konzentriert. Also es hat natürlicherweise schon 60% statt 30% EPA und DHA. Mhm. Also anstelle von einem Esslöffel reicht es da aus, einen Teelöffel zu nehmen. Okay. Vorteil ist aber auch etwas mehr als doppelt so teuer. Also pro Gramm kommt es mit der Menge und dem Preis etwa hin. Es hat allerdings mehr DHA als EPA. Also mehr fürs Hirn? Mehr fürs Gehirn. Wenn ich jetzt einen Vegetarier habe, der Rheumatiker ist und wo ich was gegen die Entzündung tun will, das sage ich jetzt nicht, okay, du solltest einen Esslöffel Fischöl nehmen, wenn du Fische essen würdest. Nimm bitte einen Teelöffel. Sondern ich sage, so jetzt nimmst du bitte nicht einen Teelöffel, du nimmst jetzt bitte anderthalb Teelöffel, weil dann hast du dieselbe EPA-Menge drin wie in einem Esslöffel Fischöl. Und dann bist du immer auch wieder entzündlich. Also muss er dann da ein bisschen mehr nehmen. Und das ist ja kein Problem. Nimm halt anderthalb Teelöffel und ich messe nach 3 Monaten nach. Und dann weiß ich, wo ich mit dem AA zu EPA-Verhältnis, also Arachidonsäure, tierische Fette, zu EPA, Fischöl, wie ich damit stehe, ob ich dann wirklich in einem guten antientzündlichen Bereich bin. Und dann kann ich Herzinfarkten, rheumatischen Erkrankungen vorbeugen oder diese sogar erfolgreich behandeln. Lieber Dr. Volker Schmiedl, ganz herzlichen Dank für diese Weisheiten, für diese Auskunft zu Omega-3. Sie haben es gehört, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, jede Allergie, es tut sich gut daran, wenn man sie auch mit Omega-3 ergänzt, oder alle Autoimmunkrankheiten, wenn wir da ein bisschen unseren Omega-3-Pegel erhöhen. Scheint so, aufgrund von den Studienlagen, dass das der richtige Ansatz ist. Ich kann es Ihnen auch nur so wärmstens weitergeben und bin sehr dankbar darüber, dass ich diese Sendung machen durfte und Ihnen zur Verfügung geben durfte. Nochmals danke für diese Sendung. Gerne. Ihnen alles Gute, gute Gesundheit, einen hohen Omega-3-Pegel, alles Gute und auf Wiedersehen miteinander.